wieder auf die Marschroute, die er eingeplant hat, einen 13-Meter-Stoß. An 13er sollte davor stehen, dann das Komma und dann am besten 99. Die Wiese ist klar, Olympia vor Augen, das Ticket nach Rio, 8100 Punkte muss er machen. 8.168 hat er schon vor zwei Jahren hier gemacht. Es waren es dort 13 Meter und 2 Zentimeter. Über die zweite Linie, über die zweite Markierung sollte er stoßen. Das wäre fein. Und. Ja, das war genau drauf auf die 13-Meter-Markierung. Zuvor da über 11,87, also dann könnte das ungefähr auch so 12,80 Meter, 12,90 Meter gewesen sein. Noch nicht ganz das vielleicht, aber schon ganz nahe heran. Also viele Punkte wird er da schon nicht mehr liegen lassen. 12,86 Meter für Dominik Distelberger und diese, ja, vielleicht 14, 15 Zentimeter, die so als Vorgabe gedacht werden, die machen aus 10 Punkte. Zwei Versuche hat er noch. Guter Beginn. Auf jeden einzelnen Zentimeter, auf jedes Hundertstel an. Und natürlich auch bei Dominik Distelberger. Der erste Versuch war als Sicherheitsversuch ein guter. 12,86. Der ist besser. Der ist deutlich besser. Dominik Distelberger stark. 13,02 war es im besten Zehnkampf. Über 13 Meter hat er sich auch als Marschroute gesetzt. Und da hat nicht einmal die 13er Linie, die zweite hier gewackelt. Deutlich über 13 Meter und 18. Er hat sich schon vor zwei Jahren als sehr, sehr stabiler Zehnkämpfer präsentiert. Ist verhältnismäßig gut auch eben im Weitsprung klargekommen. Auch wenn er da auch ein bisschen was verloren hat, aber er liegt gut im Rennen. Er hat mittlerweile auch die Erfahrung, weiß auch schwierige Momente durchzutauchen. So ein richtig schwieriger Moment war bei ihm noch nicht dabei. Kein Zittern. Es war ein erster ungültiger oder ein erster schlechter Versuch im Weitsprung, so muss man sagen. Auch da hat er sich gut aus der Affäre gezogen. Bisher läuft es sehr, sehr rund für Dominik Distelberger und bisher liegt er auch noch ziemlich auf Plan, soll, was Rio de Janeiro angeht. Form nicht mehr das Kernelement. Jetzt heißt es, einen vernünftigen dritten Versuch dann reinzubringen. Dominik Distelberger hat das Plan, soll, schon einigermaßen erfüllt. 18 und. Jawohl! Der war deutlich besser. Da hat er gut und gern noch einmal einen halben Meter herausgeholt oder umgerechnet 30 Punkte. Bravo, Dominik Distelberger. Ja, da wackelt sogar kurz die 14er Markierung. Ich könnte mir vorstellen, so um die 13,70 herum. 13,76 Meter. Neue Bestmarke für Dominik Distelberger. Und damit hat er das, was er vielleicht im Weitsprung verloren hat, hier mehr als gut gemacht. Das Minus beim Weitsprung und das Plus beim Kugelstoßen ergibt in Summe immer noch ein kleines Plus. So Pi mal Daumen, 10, 15 Punkte allemal. So ein guter 100er. Okay.